Anklam, Otto Lilienthal-Stadt. Keine Stadt für Revolutionen? Die Gedenkstätte im ehemaligen Wehrmachtsgefängnis. Am 30. Juni 2023 hatte die Landeszentrale für politische Bildung zu einem unterhaltsam bildenden Abend geladen. Das Motto? Revolutionäres Anklam. Der Bauernkrieg 1524-25, 1848-49, 1918, 1953, 1989. Viel Revolution für Anklam. Und wir freuen uns sehr als Landeszentrale für politische Bildung, dass die Stadt, Stadt Anklam, Hansestadt Anklam, versucht, diesen Ort zu erhalten und auch zu entwickeln. Wir helfen dabei nach Kräften und unter anderem tun wir das mit Veranstaltungen wie dieser heute Abend hier. Und dieses Revolutionsgedenken 1848 und 1953, das sind halt so klassische Daten, an denen man eben so Stadtgeschichte mal anders erzählen kann, so wie heute. Ja, und dann ging es los. Ein wilder Galopp durch die Geschichte des revolutionären Anklams. Der Historiker mit Alleinunterhalterqualitäten Christoph Wunicke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Lieder der Revolution, gesungen von Melanie Ring, begleitet von Markus Rust am Klavier und Ulf Rust mit der Trompete. So kann politische Bildungsarbeit auch daherkommen. Nicht immer ganz ernst und mit viel Kunst. Letztere sorgt bekanntlich für Emotionen. Ja, aber wenn schon Fritz Reuter sagt, dass immer zu Revolutionen in Mecklenburg-Vorpommern ist, oder Mecklenburg ist, dann kann man mal gucken, was daran dran ist. Und das haben wir heute am Beispiel von Anklam überprüft und festgestellt. Anklam, nicht Hauptstadt, aber wesentliche Stadt, geprägt von Revolutionen in und mit Revolution und immer dabei irgendwie führend oder danach, aber nie unberührt von Revolutionen aller Art. Ja, auch Anklam wurde immer wieder vom Hauch der Geschichte gestreift. Heute mehr denn je. Die technische Revolution ist allgegenwärtig. Direkte Unruhen, Streiks hat es in Anklam im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert gegeben. Preußen war ziemlich muffig zu dieser Zeit. Dann kam auch schon Napoleon. Erst gefeiert, dann gehasst. Bleibt die spannende Frage, die politische Bildung immer wieder beantworten sollte, warum sollten wir uns mit unserer Geschichte befassen? Und aus England kam ein Spruch, der ins Deutsche übersetzt lautet, als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Naja, das kommt ursprünglich wirklich ein Spruch. Naja, weil auch im unmittelbaren Umfeld des eigenen Erlebens, also der eigenen Kommune beispielsweise, immer Spuren von Revolution zu finden sind, also Dokumente von Ereignissen, wo Leute gesagt haben, wir wollen die Verhältnisse ändern, weil es uns so nicht mehr gefällt. Und wenn man sich in größerer Gruppe einig ist, dann ändert man einfach die Verhältnisse, ob nun reformatorisch oder revolutionär, ist ja dahingestellt. Aber wir haben heute über Revolution gesprochen und fast immer lohnen sich Revolutionen. Auch wenn sie scheitern, zeigen sie, okay, hier gibt es Unmut, dann ändert sich eine Kleinigkeit, aber wenn sie erfolgreich sind, ändert sich vieles, siehe friedliche Revolution. Ja, und wenn wir schon zurückschauen, können wir ja auch einen Blick in die Zukunft wagen. Was erwartet uns, Herr Wunicke? Welche Revolution ist die nächste? Die nächste prognostizierte Revolution ist die Revolution, die durch die künstliche Intelligenz kommt. Da ist man sich nicht ganz sicher, auf Expertenseite ist das nun gut oder schlecht oder überwiegen die schlechten und die guten Seiten. Ich habe davon zu wenig Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass es gut ist. Und wir werden es erleben, wahrscheinlich schon in den letzten Jahren. ChatGPT zeigt, es geht los, auch für jeden im Alltag. Und mal sehen, was dann autonomes Fahren und so weiter mit sich bringt. Wir werden es wahrscheinlich, so wie noch 10 Jahre leben, unmittelbar erleben. Und das ist dann im Ergebnis eine Revolution, tatsächlich. Was für schöne Lieder, was für eine schöne Stimme. Das eine oder andere Lied hört man heute leider auch von Möchtegern-Revoluzern. Hat der Historiker Wunicke eigentlich Angst vor rechtspopulistischen Revolutionen?
Ich habe auch Angst vor Revolution von Linkspopulisten. Also ich bin in der DDR groß geworden, will ich auch nicht zurück. Und nein, also ich will nur Umsturz und Revolution, die die Gemeinschaft nach vorne bringen. Das heißt, irgendwie progressiv für viele gute Wirkungen und Auswirkungen haben. Ja, das wäre schön, wenn wir uns die Revolution aussuchen könnten. Ein guter Abend. Alle Gäste fühlten sich für Momente im Auge des revolutionären Sturms. Die Stadt hat nicht nur ihr revolutionäres, nein, auch ihr hanseatisches Selbstbewusstsein längst wieder entdeckt. In Anklam bewegt sich etwas zum Guten. Muss ja nicht immer Revolution heißen. Bandiera rossa, la triumph.